Weil ich habe zwar Waffen, aber keine Munition. Mr. Turtle macht sich gerade wieder aus dem Wasser raus. So, ich bin jetzt wieder ganz in der Nähe, wo unser Auto, deren Auto war. Nein, unser Auto. Vielleicht liegen da ja noch die Fuzzis rum. Das war übrigens die Cola, die ich getrunken habe. Okay, ist das hier der Laden? Ja, das ist der Laden. Da liegen keine Kerle mehr rum. Da stehen fünf. Och du Scheiße. Bäh. Haben die dich schon gefunden? Gesehen? Weiß ich nicht. Ich habe auf jeden Fall schon mal einen Sledgehammer. Das heißt, ich kann schon mal auf jemanden einprügeln. Laufen alle aufs Dach. Ja, du musst mich wieder... Du musst wieder versuchen, mich zu töten, war ja klar. Haben sie sich getroffen? Ja, der hat eine Axt in der Hand. Was? Ich dachte, die hat Pistolen oder so. Oh, das. Hä? Irgendwer hat gerade auch geschossen. Das ist auf jeden Fall eine... Ich habe, glaube ich, gerade Schüsse gehört. Dann werde ich das Feuerding meiden. Das hier ist Tschernogorsk? Das ist super. Ich bin tot. Geil. Ich hab sie nicht verstanden. Ich hab die nicht verstanden, die Kerle. Ja, aber die also der eine hat sich angehört, als wäre er 12 oder so. Und dann hat er gesagt. Ich konnte es nicht richtig verstehen, was er gesagt hat. Auf jeden Fall habe ich mich ergeben. Ich habe die Hände hochgemacht. Ja. Und dann stehen sie zu dritt vor mir, der eine ohne Hosen, aber mit Axt. Der andere mit Gewehr, der wollte, hat auf mich geschossen, hat dann aber aufgehört. Und dann kam noch ein dritter rein und hat mich einfach über den Haufen geknallt. Suppi! Da hat noch jemand... Ich hoffe nicht, dass auf mich hier geschossen wird. Was hättest du denn zu verlieren? Ich habe eine Axt. Immerhin. Ja. So, wo bin ich? Gleise. Schon mal ein Anfang. Und ein Auto. Aber ein kaputtes. Total kaputt. Ich bin total kaputt. Aber das hier ist tatsächlich total kaputt. Da ist nichts mehr ganz. Nifte. Ich will hier eigentlich gar nicht langlaufen. Das nächste Mal versuche ich auf Deutsch die anzusprechen. Ach, guck mal, ein Straßenschild. Aber richtig schön Deutsch. Jawohl. Don't shoot. Don't shoot. Stop it! Ist ja Englisch. Ist ja Englisch. Achso. Nicht schießen! Nicht schießen! Wo sind Tschernogorsk? Es kommt mir so bekannt vor, der Name, aber irgendwie. Am Süden. Südliche Küste. Ja, okay, dann habe ich das mit dem anderen verwechselt. Kamenka gab es doch, war doch auch hier irgendwo. Das ist eine Polizeistation, ich gehe mal da rein und werde abgeknallt. Das hier Kamenka? Bin ich in Komarovo? Was ist denn hier los, ey? Ist hier eine Polizeistation? Menka wird mir angezeigt. Drei.
Ich habe keinen Plan, wo ich mich rumtreibe. Ich habe wieder die Shotgun gefunden, die ich vorhin hatte. Sehr schön. Aber leider ohne Munition. Ah, findet sich auch noch. Handschellen. Okay, ich weiß, wo ich bin. Es gibt jetzt hier im Süden übrigens ein Airfield, ne? Ein Airstrip. War das nicht schon da? Weiß ich nicht. Aber das kommt mir so nah zur Küste vor. Na blöd, ich hab halt... Oh, noch eine Pistole, ey. Jetzt beschwert sie sich auch schon, dass sie Sachen findet. Nee, das nicht, aber... Boah, ey, eine Pistole. Dass hier so viel rumliegt. Was ist das hier? Ich bleib bei meiner Axt. Oh. Blue T-Shirt liegt hier rum. Und Dark Blue Jeans. Und das Blue T-Shirt war in den Dark Blue Jeans drinnen. Hm. Da hat sich wohl jemand umgezogen. Mhm. Also, ich gehe jetzt mal zu diesem Airstrip. Der liegt. Was lachst du jetzt? Weiß ganz genau, worauf ich hinaus will. Ach, ich werde doch nicht erschossen. Nein! Was denkst du denn hin? Warum solltest du erschossen werden? Ja, genau, warum? Du bist doch total über. Ja, genau. Ich bin sowas von. Hallo? Heftig. Ich hab eine Presse, eine schusssichere Presseweste an. Was ist das denn für eine Waffe? PM73RAK. Hab ich auch. Aber keine Munition. Schon nicht. Was kommt da eigentlich rein? Punkt 380 hab ich. Dann kann ich den denn mitnehmen? Na gut, wenn du eine hast, dann lasse ich das mal, dann lasse ich die hier liegen. Ich habe eine rote Jacke an. Friendly. Enel. Hat mich erschossen. Natürlich, was erwartest du? Weißt du, ich ergebe mich vor denen. Ich heb die Hände hoch und mach gar nichts mehr. Und was macht die? Erschießen wir mal. Ich war noch nicht mal am Airstrip. Ich hab's noch nicht mal hingeschafft. Ach, rutscht mir doch alle Buckel runter, ey. Ach ja. In 13 Sekunden bin ich wieder da. Sind jetzt schon, glaube ich, 2 Stunden, 10 Minuten ungefähr am Aufnehmen. So, was haben wir denn alles schön? Wasser haben wir hier. Ist ja ziemlich verwunderlich. So, wo bin ich? Ausmachen. Hier hört die Straße auf. Das hier sieht mir aus wie ein Bahnhof. Da könnte doch bestimmt dran stehen. Bahnhof. Ja, von wegen dran stehen. Arsch, da steht überhaupt nichts. So, ich habe auf jeden Fall mit Wasser auf der rechten Seite. Kann ich hier gerade nicht sagen, was ich wo hab. Ich hab Gleis. Ich weiß, wo ich bin. Elektro? Da steht ein blaues Auto. Nee, ne? Ja, pass mal auf, ich renn mal hin, ich versuch's mal. Vielleicht krieg ich's ja mit. Guck mal, ob die Leichen da noch liegen. Stimmt, das ist tatsächlich genau der Ort, wo wir erschossen wurden.
Frage. Muss ich immer noch das Wasser auf der rechten Seite haben? Ja, ne? Wenn du nach Elektro willst, ja. Okay. Ach, kack, die haben den Reifen zerschossen. Oh, Idioten, ey. Nix können sie. Anstatt dass sie einfach einen Reifen klauen und den irgendwo in einem Haus verstecken. Ich hab die da laufen sehen, aber... Eben grad? Ja gut, das war ja nur einer. Also hier liegen keine Leichen mehr. Gut, wahrscheinlich wurden sie verschluckt irgendwie beim Server gedrängt oder so. Ne, hier liegen keine Leichen mehr rum. Ich bin in Elektro, ist unfassbar. Voll in Elektro gespawnt. Du hast ein Glück. Ja, hier gibt's aber nichts außer Leute, die dich töten wollen. Hier liegt die Truck-Batterie. Haben sie rausgenommen oder was? Ja, scheint so. Beziehungsweise er. Es hat nämlich ja nur einer erschossen. Ich nehme sie mal mit. Bring sie mal zum Auto. Vielleicht funktioniert's dann ja. Aus irgendeinem Grund. Wo war denn das Auto jetzt noch? Kirche? Okay. Hey, fuck, ich hab mich verlaufen. Ja, mal schnell in die Kirche rein, vielleicht finde ich ja was. Ich sag dir gleich immer einen Ortsnamen. Und dann sagst du mir, ob ich richtig bin. Ah, ja. Appenroparken. Nee, Nippenroparken. Rippenroparken? Ja. Rippenroparken? Nee, Nippenroparken. Ja, ist die richtige Richtung. Okay. Ach ja. Ist wahrscheinlich eh so, dass wenn ich das Ortsschild von Elektro sehe, dass ich dann direkt einen Headshot krieg. Ach was. Ach was. Warum sollte dir denn sowas passieren? Du bist doch voll sympathisch, Julia. Was ist denn hier passiert? Hier stehen so Auto. Blada. Tot? Nee, noch nicht. Aber ich blute schon. Toll. Elektro ist eine Scheißstadt. Hätte niemals nach Elektro gehen sollen. Ich bin bewusstlos. Da kam einer, das ist glaube ich einer von vorhin, der hatte keine Hose an, aber eine Axt in der Hand. Noch bin ich bewusstlos. Ich bin hier gerade in so einem kleinen Army-Zelt oder so. Jetzt bin ich tot. Wo spawnst du? Hoffentlich bei mir. Kann ich ja erst in 30 Sekunden sagen. Oh Mann. Ah, ich guck mal schnell, ob ich noch meine Stimme aufzeichne. Ja, mache ich noch. Sehr schön. Was ein Glück. Oh, ist die Flasche, die hier liegt, Müll? Ja, sie ist Müll. Ich kann meinen Stuhl mitnehmen. Hey, Wasser auf meiner rechten und ein Kran zu meiner linken. Das hört sich ja schon mal gut an. Zwei kaputte Autos. Ich höre schon wieder so Maschinengeräusche, aber nur ganz, ganz leise.